Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda A Link to the Past. Genau, so hieß das Spiel. Mann ey, ob ich den Namen irgendwann nochmal ohne Stocken sagen werde? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, nein. Gut, ja, wir haben ja im letzten Part erfolgreich den ersten Dungeon der Schattenwelt geschafft. Und müssen jetzt noch so einiges erledigen. Erstmal. Aua. Jetzt, wo wir den Hammer haben, könnten wir ja. Nein, 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 geh weg! Geh weg! Könnten wir ja erstmal. Was war nochmal in der Höhle hier drin? Ach ja, genau, der Typ. Könnten wir uns eigentlich nicht hier backporten, aber. Oh, es funktioniert, okay. Denn wir könnten jetzt erstmal das hier aufmachen. Oder hier reingehen und. Zack! Hier gibt es jetzt ein Portal in die Dark World. Ziemlich cool. Ja, einfach durchgehen. Und schon sind wir wieder hier. Ja, das Coole ist halt, es gibt ziemlich viele dieser Portale in der Welt hier. Nein, ich will nicht getroffen werden. Ja, es gibt ziemlich viele dieser Portale. Oder ein paar auf jeden Fall. Einige. Und ich gehe mal kurz Fee heilen und so. Heilige Scheiße. Wir kriegen hier in der Dark World echt ziemlich auf die Fresse. Ist nicht unbedingt so gut. Und ich will gleich mal kurz einen Trick anwenden. Kommen wir kommen da, glaube ich, noch gar nicht hin, oder? Scheiße. Weiß ich gar nicht genau. Doch, gehen wir erstmal nach hier oben. Ist Sidequesten jetzt erstmal kurz ein bisschen. Wenn wir da oben überhaupt schon langkommen. Ich weiß es nämlich nicht. Aua. Ich dachte, er trifft mich nicht. Aber hat er. Verdammt. Genau, hier kommen wir nämlich noch nicht rüber. Aber hier können wir lang. Wenn wir runterspringen, kommen wir, glaube ich. Ja, wir kommen nur hier raus. Oh Gott. Ja, geh erstmal zurück, Doki. Ist super. Da geht's nämlich keinen Weg nach oben, ne? Nee, genau. Okay. Auf die Seite kommen wir nur auf anderem Wege. Aber. Hier ist erstmal ein Haus. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Ich glaube auch wieder halt Hexe. In der Art. Oder halt wieder so ein Job, ja. Genau. Das ist aber. Brauchen wir nicht. Oh Gott, und den können wir, glaube ich, nicht hochheben, oder? Doch. Okay, das ist ein heller Stein. Okay, schön, sehr schön. Kommen wir hier unten denn schon weiter? Denn dann hole ich mal kurz ein bisschen was. Batz. Da unten ist, glaube ich, nichts. Nee. Nee, da ist nichts. Da ist nichts. Aber. Ja, hier kommen wir weiter, genau. Okay. Denn davon hat dieser Papagei oder was es war, dieser komische Vogel geredet. Hier ist ein Loch oder ein Kreis und hier können wir was reinwerfen. Egal was, irgendwas können wir da reinwerfen. Völlig egal. Auf jeden Fall. Ich hab schon Träume gerissen. Diesmal schnell wieder. Zack. Yeah. Das Erdmedaillon. Seine Magie lässt die Gegner beben. Und lebt die Gegner. Er lässt die Erde beben und lehnt die Gegner. Achte auf deine Magieanzeige. Genau, davon gibt es, von diesen Medaillons gibt es drei? Drei, genau. Das Erz, das Blitz und noch irgendwann im Medaillon, glaube ich. Eins hatten wir, glaube ich, schon in der Wüste einmal gesehen, ganz kurz. In der richtigen Welt. Und das andere gibt es auch in der richtigen Welt. Und zwar. Wo gibt's das? Oben im dritten Palast. Auf dem Berg, genau. Und ich will nochmal. Kann ja nicht wahr sein. Moment. Oh Gott. Aua. Einmal bitte Baseporten. Backporten?
in die richtige Welt. Danke, Junge, ich war hier schon lange. Ja, okay. Gibt er uns denn jetzt das schöne... Ah, danke. Nice. Zauberpulver, nice. Und einmal bitte nochmal Leben auffüllen. Ja, jetzt haben wir das Pulver. Schöne Sache. Schöne Sache. Das wollte ich auch haben. Viel bringt es uns jetzt noch nicht. Weil ich glaube, wir kommen da noch gar nicht hin, wo ich jetzt eigentlich hin will. Also, ich will eigentlich nach Kakariko. In dieser Welt. Aber ich glaube, das geht noch gar nicht. Ich bin mir da gar nicht sicher. Erstmal sprinten wir. Wieder nach hier unten. Aua. Geh weg. Na, ich wollte... ich dachte, ich habe den Hammer ausgerüstet. Verdammt. Verdammt. Ich werde getroffen. Dein Ernst? Nein, ich habe keinen Schaden bekommen. Okay, cool. So. Genau, jetzt können wir nämlich hier durch. Und was ist hier unten nochmal alles gewesen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel zu lange nicht mehr gespielt. Aua, natürlich werde ich getroffen. Aua, schon wieder. Yeah. So, was war hier unten? War hier in der richtigen Welt nicht ein Herzteil? Warte mal. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, gar nicht. Nee, hier war keins. Alles okay. So, wenn wir da runterspringen würden. Was? Gib mir mein Schild wieder. Oh. Mein Schild. Erstmal gehen wir in das Haus hier rein. Okay, wieder so ein behinderter Shop. Kommen wir hier wieder hoch? Nein, kommen wir nicht. Okay, dann lassen wir das. Dann machen wir das später. Ja, wir müssen da eh hin, also von daher können wir das später machen. Ist okay. Erstmal gehen wir in unser Haus rein. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Wieder so ein Shop, oder? Hi? Ach genau, stimmt. Ja, das ist. Das ist auch etwas, was wir später machen müssen. Erstmal. Hier können wir... Können wir die aufrennen? Nein, natürlich nicht. Gut, dann sprengen. Wir machen nämlich gleich den zweiten Palast. Beziehungsweise gehen in den zweiten Palast. Hi. Das muss aber unter uns bleiben. 300 Rubin. Jo. Schön, danke. Nett von dir. Ich glaube, wir brauchen aber gar keine Rubine mehr wirklich, um irgendwas zu kaufen oder so. Nochmal 20. Nochmal 20. Alter. Und nochmal 20. Wir haben gerade 380 Rubine bekommen. Insgesamt. Heieiei. Also, ich meine, an Geld mangelt es uns jetzt nicht, ne? Finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich zugeben. Gut, dann gehen wir erstmal nach hier unten und gucken, was dort so abgeht. Aber ich glaube, da war gar nichts eigentlich, oder? Hier kommen wir nämlich gleich nicht mehr weiter, weil hier Schluss ist. Richtig, okay. Hat sich das auch wieder erledigt. Aber... Wir gehen erstmal nach hier oben, denn hier oben... Und zwar dort... Moment, ich zeig's euch. Einmal kurz hier durch. Dann... Ja, einfach mal hier backporten wieder. In die andere Welt. Unter diesem Stein hier... Ist wieder ein Portal. Ein weiteres Portal. Mit dem wir immer wieder in die Dark World kommen. Ups. So, hier hin. Okay, gut, das hätten wir auch erledigt. Das wollte ich nur noch mal kurz machen. Und nein, wir hätten eigentlich in der Lichtwelt bleiben können. Verdammt. Denn das hier ist der zweite Palast übrigens. Und ihr erinnert euch, hier war ja auch ein Gebäude. In der richtigen Welt. Ist hier oben eigentlich was? Nee, ne? Nee, okay. Und das Gebäude in der richtigen Welt habe ich damals nicht betreten, weil wir das jetzt halt eh betreten müssen. Und ich dachte mir so, ja, wenn wir das eh machen müssen, können wir das auch später machen.
Außerdem kriegen wir gleich unser ein weiteres Herzteil. Ja. Das machen wir gleich. Wir müssen erstmal so schieben, damit wir hier rankommen können. Und den Schalter zurückziehen können. Denn jetzt, genau, fließt das Wasser ab. Das heißt auch, dass der Dungeon in der Dark World überflutet ist. Überflutet, sag ich mal. Halt voll mit Wasser ist. Und da seht ihr ein weiteres Herzteil. Dadurch, dass das Wasser halt abgelassen wurde, ist dort ein Herzteil erschienen. Es war eigentlich unter Wasser, aber jetzt ist es halt über Wasser, weil da kein Wasser mehr ist. Nicht wirklich. Außer diese kleine Mini-Pfütze. Aber die ist ja egal. Und zack. Ein weiteres Herzteil und gleichzeitig ein weiteres Herz. Wir haben jetzt 11 Herzen? Cool. Unsere zweite Herzreihe hat angefangen. Und ja, ihr seht, hier ist das Wasser jetzt auch abgelassen. Und in dem Dungeon. So, hier, das können wir nicht bewegen, genau. Und ja, sonst hätten wir hier halt nicht hochgekonnt und hätten den Dungeon nicht betreten können. Okay, nice. Oh Gott. Oh, diese scheiß Wasserviecher. Ein Schlüssel. Wir können hier hoch und runter. Hier hin und runter. Hier hoch und runter, ja. Hoch und runter. Okay, nein. Aua. Verdammt. Können wir diese Wände eigentlich mit dem Hammer? Nein, können wir nicht. Schade. Oh Gott. Hier hin. Hier ist eine Truhe, aber ich glaube nur mit Rubin, ne? Ne, mit der Karte so. Okay. Mit der Karte. Zack, zack. Und ich glaube, unter einem der Krüge war ein Schlüssel versteckt. Glaube ich. Schade, wir können es nicht zerstören. Aber ja, nice. Schlüssel. Da unten ist nichts mehr, okay. Wir brauchen den Schlüssel sogar, um hier weiterzukommen. Und dieses Dungeon-Item, was wir hier bekommen, ist mein Lieblings-Item in Zelda allgemein eigentlich. Oder mit eins meiner Lieblings-Aua-Items. Besiegen. Eigentlich müssen wir das nicht besiegen, aber ich besiege sie einfach mal. So, dann gehen wir erstmal hier hoch. Was ist hier drunter? Nichts, okay. Schlüssel haben wir nicht. Wir müssen hier lang, denn hier dürfte eine Truhe sein. Nein, okay, eben das. Mit einem Schlüssel. Ja, auf jeden Fall war das Schlüssel. Keine Truhe, aber Schlüssel. Dann hier lang. Dort ist eine Wand, die wir aufsprengen können. Aua. Okay, besiegt. Bombe. Besiegen wir den nochmal schnell. Können hier reingehen. Und, ja gut, nichts wirklich Berauschendes holen. Okay. Aber wir können jetzt gleich diesen Schalter hier umlegen, nachdem wir das hier alles runtergeklatscht haben. Und dadurch fließt da Wasser rein. Und halt auch im nächsten Raum ist jetzt Wasser. Und dadurch können wir hier lang schwimmen und hier hoch. Nice. Schon sind wir im Mittelraum. Da habt ihr auch schon die große Truhe gesehen. Wir müssen hier runter erstmal, denn hier unten dürfte ein Schlüssel, glaube ich, auf uns warten, war das? Ich glaube, das war ein Schlüssel. Ein Herz. Geh weg. Okay, doch nicht. Geh doch nicht weg. Lebe. Lebe. Warte, war hier ein Schlüssel? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Scheiße. Hier war gar nichts. Ach doch. Aber der Kompass, okay. Immerhin etwas. Immerhin etwas. So, konnte man hiervon nicht eins ziehen? Eine Zunge oder so? Oder war das in einem anderen Dungeon? Ich glaube, das war in einem anderen Dungeon. So, ich glaube, dann müssen wir jetzt hier lang. Ne, wir mussten erst oben lang, genau. Aua. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Aber, Moment, nein, 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 nein. Ich will erstmal kurz hier lang gehen, denn ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Ist hier noch was unter? Ja, genau, ein Schlüssel unter gewesen. Und hier konnten wir aber nicht lang, ne? Genau. Das konnten wir nicht schieben. Das ist bei einer anderen Passage nochmal. Das war close. Und ich weiß gar nicht, welchen Schalter wir unten lassen mussten. War das blau oder war das rot? Ich weiß es nicht mehr genau. Scheiße. Aber wir mussten sogar hier erst. Okay, wir mussten erst da unten lang wegen dem Schlüssel. Okay.
So, Zack. Ich glaube, es war rot oben lassen. Rot unten lassen, meine ich. Unten. Genau, unten lassen. Batz. Ich bin mir echt nicht sicher, aber ich glaube, es war so. War das nicht... Konnte man hier durch einen dieser Gänge durch? Nein? Da war das auch später erst im Verlauf des Dungeons. Genau, okay. Aua. Okay, das war gut. Voll gegen die Wand rennen ist immer eine super Möglichkeit. Oh man. So, hoffen wir mal, dass ich jetzt nicht falsch lag mit dem blauen unten, blauen oben lassen und rot unten. Das wäre nämlich nicht so vom Vorteil. War da hinten in dem Krug Schlüssel drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, war es nicht, okay. Dann halt nicht. Aber ein Herzchen ist auch immer was Schönes. Oh Gott, ich dachte, das Feuerdings kommt zu mir. Hier müssen wir jetzt nämlich kein Wasser durchlassen, genau. Aber hier kommt... Nein, okay. Dann nicht. Aber wir können jetzt hier nämlich die Dings hier bewegen. Genau. Hier hoch. Dann dort hoch. Und... Genau. Dort unten war, glaube ich, ein Key. Oder so. War hier ein Key? Nein, dann doch nicht. Das war gut getroffen, Loki. Gut treffen lassen. Das war... Ich bin... Wow. 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 Oh. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, hier erstmal... Hier runter. Denn hier war erstmal eine Truhe. Genau. Mit Rubinen. Scheiße. Dann war das doch auf die andere Seite fallen lassen. Und rot war richtig unten lassen. Okay. Ha. Gut, gut. Gut, 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 gut. Habe ich jedenfalls das richtig gemacht. Da bin ich ja begeistert. Ich bin stolz auf mich. Ich habe eine Nachricht. Din, 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 din. Und hier runterfallen. Fast wäre ich noch von diesem Laser getroffen worden, Heilige. Rubine, Rubine, okay. Und dort dürfte der Master Key drin sein. Ja, wodurch wir uns auch gleich unser Item holen können. Wenn wir das Item haben, werde ich diesen Part beenden. Denn parken werden wir ihn, glaube ich, nicht mehr in diesem Part. Na gut, das werden wir dann im nächsten Part erfahren, ob wir das von der Zeit her noch gepackt hätten. Aber ich glaube nicht, wir haben eigentlich noch relativ viel zu tun in diesem... Na, nicht relativ viel, aber einen kleinen Weg müssen wir schon noch gehen. Deswegen. Na, lassen wir es einfach, wir machen das nicht in diesem Part. Wir holen jetzt das Item und dann geht's... Ja, ab zum Part beenden. Zack! Wir bekommen den Enterhaken, moin, Enterhaken, er dehnt sich aus, zieht sich zusammen und boing, probier's mal an ihn, probier ihn an allem möglichen aus. Genau, und wir können uns jetzt zum Beispiel da ranziehen. Haben aber keinen Schlüssel, denn der Schlüssel ist noch irgendwo anders versteckt. War das hier? Ja. So, und dann gehe ich noch zu der Tür da oben und dann beenden wir den Part wirklich. Haben wir noch ein bisschen Zeit rausgeholt. Zack. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.